ein Jahr mit Roderich. 25. August. Am Frühstückstisch säuselt meine Liebste, dass wir nun, nachdem wir uns dieses traumhafte alte Bauernhaus auf dem Land gekauft haben, doch auch das süße Katerchen der Vorbesitzer übernehmen könnten. Man dürfe das arme Tier doch nicht skrupellos aus seiner gewohnten Umgebung reißen. Sie sagt das in dem von mir so gefürchteten Tonfall, den nur Frauen zustande bekommen und der mehr Beschluss als Vorschlag ausdrückt. Na, von mir aus behalten wir den Kater. Hatte ja noch nie ein Haustier. Ich weiß aber noch, dass ich mein Großvater auf seinem Hof zwei Katzen hielt, mit denen er sich abends die ledernen Reitstiefel polierte. 1. September morgens. Sind heute also eingezogen. Dieses rustikale Haus war ein echtes Schnäppchen. Zwangsverkauf. Gehörte davor einem jungen Ehepaar, das sich aber am Ende eines wüsten Rosenkriegs schwer verletzt trennte. Außerdem wanderte der Mann inzwischen in den Knast. Wegen Unterschlagung. Der arbeitet in einer Bank, genau wie ich. Was treibt wohl einen bis dahin vernünftigen Menschen zu solchen Taten? Das süße Katerchen, Roderich, bringt schätzungsweise 10 Kilo auf die Waage. Selbst dann noch, wenn er zuvor den toten Kokospaniel aus seinem Maul nimmt. Er lässt sich meiner Frau gleich schnurrend in die Arme plumpsen. Mich faucht er an, als ich ihn anfassen möchte. Fremdelt noch ein bisschen, der süße Fratz. 1. September nachmittags. Einer der neuen Nachbarn begrüßt mich. Scheint aber ein Idiot zu sein. Rät mir mit verschwörerischem Blick, den Kater zu erschießen. Der brächte nur Ärger, ich würde schon noch sehen. Der Typ hält sich einen Dobermann. Klar, dass der keine Katzen mag. Als Roderich in diesem Moment durch die Katzenklappe ins Freie tritt und die Haare stellt, verzieht der Köter sich gleich winselnd in seine Hütte. Erstaunlich. 1. September abends. Unsere erste Nacht im eigenen Haus. Gerade als wir das neue Himmelbett einem ersten Belastungstest unterziehen wollen, schnalzt die Türklinke, die Schlafzimmertür geht knarrend auf und Roderich springt zwischen uns aufs Bett. Der kleine Schlingel weiß also, wie man Türen öffnet. Cleveres Kerlchen. Er schmiegt sich sofort an die Seite meiner Liebsten und legt seine Pfote auf ihre Brust. Sie lacht und findet es total süß. Als ich nach meiner Geliebten taste, zerkratzt Roderich mir den Handrücken. Ist wohl eifersüchtig, der kleine Racker. Das ist ja lustig. Aber das mit dem Sex wird heute wohl nichts mehr. 2. September. Bin völlig übernächtigt, da ich nachts mehrmals von Roderich aufgeweckt wurde. Der Frechdachs biss mich jedes Mal, sobald ich mich im Schlaf umdrehte oder meiner Liebsten näherte. Um Punkt 3 Uhr nachts klapperte er dann auch noch mit dem Fressnapf. Damit er Ruhe gab, kleckste ich ihm eine Portion Nassfutter hin. 15. September. Man muss Roderich seitdem jede Nacht um 3 füttern. Meine Liebste hat auch einen Grund gefunden, warum ich das machen soll. So wurde er mir gegenüber vielleicht endlich zutraulicher und ich bräuchte nicht mehr in der bissfesten Lederjacke schlafen. 1. Oktober morgens. Habe meine Frau anhand klarer Fakten der Stiftung Warentest davon überzeugt, dass sie auf das teure Nassfutter verzichten können, wenn wir Roderich das richtige Trockenfutter geben. Sind ja kein 3-Sterne-Restaurant für umgebaute Tiger. 1. Oktober nachmittags. Roderich sitzt fauchend vor seinem Nassfutternapf. Pädagogisch drücke ich seine Schnauze ins Trockenfutter daneben. Er krallt und beißt mich in den Handballen. Blute fürchterlich. Als ich mit Pflastern verarztet zurück in den Flur komme, hat Roderich aus Protest einen Haufen gesetzt, dahinter sich der Nachbarshund in den Schatten legen könnte. Setze mich ins Auto und gehe Nassfutter kaufen. Roderich frisst nur Meeresfrüchtefilets. 100 Gramm, 1,50 Euro. Und das 5-mal am Tag. Unser Liebling muss uns das wert sein, sagt meine Frau fahrlässig. Von wegen unser Liebling. Für diesen befällten Fressapparat bin ich doch bloß der Pförtner vor der Whiskas-Dose. 7. November. Überlege, wo anderweitig katzenbezogene Kostenreduzierungen umsetzbar sind. Könnte künftig die Streu einsparen, indem ich das Katzenklo entferne. Denn obwohl es seit Tagen regnet, ist es unbenutzt. Tapfer Bursche, der Kater. Geht auch bei Sauwetter vor die Tür, um sich zu erleichtern. 9. November morgens. Im Wohnzimmer hat sich die seit Tagen zunehmend beißend in ein Gas umgewandelt, davon man schier erblindet, auf jeden Fall aber erstickt. Ich lokalisiere das Epizentrum hinter dem alten Bauernschrank und schaue nach. Roderich hat dorthin gekackt. Den vielen Haufen nach zu urteilen, macht er das schon eine ganze Weile. Vermutlich, seit es regnet.
Gleich darauf eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau gehabt, wer putztechnisch Roderichs Hinterlassenschaft erbt, bevor diese sich durch den Boden frisst. Eigentlich müsste sie das Saubermachen übernehmen. Sie wollte das Katzenvieh unbedingt haben. Aber das gerissene Luder sagt, sie müsse mit Roderich zwecks Impfung zum Tierarzt und düst einfach ab. 9. November nachmittags. Habe stundenlang im Internet recherchiert, wieso Roderich die Bude fäkal bombardiert haben könnte. Mehrheitlich ist man der Meinung, etwas missfalle ihm an der sanitären Einrichtung, hygienisch oder optisch. Feng Shui für die Katzenwurstbude, ich glaub's ja nicht. Habe dennoch da verunsichert, für viel Geld verschiedene Streu und sicherheitshalber noch mehrere ungleich geformte und gefärbte Katzenklos zum Probesitzen gekauft. Ein anderer Ratgeber empfiehlt, Musik abzuspielen, solange man den Kater alleine lässt. Die Musik entschärfe das katertypische Protestverhalten und entspanne das Tier. 10. November. Lediglich Roderichs Blase hat sich entspannt. Hat heute quasi voller Inbrunst in den Receiver gebrunst. Das Ding ist hinüber. 2000 Euro futsch. Und dabei hatte ich The Love Cats in Endlosschleife aufgelegt, bevor wir morgens aus dem Haus gingen. 15. Dezember. In dieser Woche hat Roderich 26 Bücher aus dem Regal gezerrt und völlig zerfleddert. Habe die restlichen Bücher im Regal blockweise mit Stacheldraht umwickelt. Bin gereizt. Während meine Frau unter der Dusche steht, kicke ich das fette Flohasyl quer durchs Wohnzimmer. Als ich mich später an den Schreibtisch setze, stelle ich fest, dass sich mein Laptop nicht mehr starten lässt und streng nach Roderich Nummer 5 riecht. 1500 Euro. 16. Dezember abends. Habe bei meiner Frau durchgesetzt, dass wir Roderich nachts aussperren. Um ihn hinauszutragen, ohne von ihm zerfleischt zu werden, kaufte ich mir extra Kettenhandschuhe. Jetzt sitzt der blöde Kater auf dem Balkongeländer vorm Schlafzimmer und maunzt durch die Nacht wie eine Sirene bei Fliegeralarm. Drei Nachbarn rufen nacheinander an und verlangen, dass ich das krakelnde Vieh ins Haus hole, da sie es sonst erschießen würden. Biete jedem 100 Euro bei Erfolg. Mit Ohrstöpseln verschaffe ich uns Stille. Endlich allein. Meine Annäherungsversuche lehnt sie allerdings ab. 2 Stunden später sagt meine Liebste, sie würde Sex mit mir in Erwägung ziehen, falls ich den... Das ist sexuelle Nötigung, sage ich. Na und, sagt sie. Sie finde einfach keine Ruhe, solange ihr Rodi da draußen den Raubtieren ausgesetzt sei. Außerdem habe sie Schüsse gehört. Mir tut's dann auch leid, wegen der armen Raubtiere. Meine Frau untersucht den fetten Dachhasen gleich nach Wunden, doch er ist leider unverletzt. Dass ich die mir offerierten Beifaktivitäten plötzlich abbreche, verwundert sie. Er macht das mal, während ein übergewichtiger Kater mit tennisballgroßen Klöten daneben sitzt und abfällig an dir herunterblickt. Ich schwöre, das Mistvieh hat gegrinst. 26. Januar. Wir haben seit 5 Monaten keinen Sex mehr gehabt. Das scheiß Katzenvieh kuschelt sich jeden Abend an die Frau, von der ich einmal dachte, dass ich nicht ohne sie sein könnte. Sie schläft dabei sofort ein, während ich deshalb die ganze Nacht wach liege. Habe deswegen schon öfters morgens verschlafen und wurde heute dafür von meinem Chef in der Bank gerügt. 2. Februar. Katerbedingte Inventarverluste in dieser Woche. Mein lederner Geldbeutel inklusive 200 Euro, Ausweis und Karten. Verschwunden. Zerbrochene Skulptur, der Denker, 500 Euro. 37 CDs, unbezahlbar. 3. Februar. Korrektur, habe meinen Geldbeutel wieder gefunden. Schwamm in der Gästekloschüssel, scheint aber davor durch einen Katermagen gewandert zu sein. 17. Februar. Übernachte neuerdings im Gästezimmer, um morgens nicht mehr zu verschlafen. Hatte gestern auf der Arbeit für erneutes Zu-spät-Kommen eine Abmahnung erhalten. Und heute gleich die zweite verpasst gekriegt, weil der Chef sich verarscht fühlte, als ich ihm mein zerrissenes Sakko damit erklärte, ich hätte auf dem Weg zur Arbeit zuerst noch verhindern müssen, dass unser Kater den Nachbarshund vergewaltigt. 4. März. Roderich sitzt einfach am längeren Hebel. Sobald ich ihn nur anschaue und mir als Fellmütze vorstelle, trüffelt der Psycho wenig später irgendwo hin. Musste deshalb schon alle Teppichböden herausreißen. Sahen eh nur noch aus wie Schweizer Käse, da ich die von Roderich kontaminierten Teile jedes Mal herausgeschnitten hatte. Habe jetzt Fliesen verlegt, die sind massiv und abwaschbar. 5000 Euro und ein Bandscheibenvorfall. Musste dafür einen weiteren Kredit aufnehmen. Mein 9-mal kluges Weib meint ja, das sei alles meine Schuld, weil ich mich mental nicht auf Roderich einlassen würde. Pah! Immerhin einer der wenigen lichten Momente, Ari redet. 17. März. Heute bekommen wir Besuch von Freunden, also hängen wir zu diesem Anlass einen Abend lang wieder Vorhänge und Bilder im Haus auf.
Gäste haben wir nur noch selten. Der Freund gesteht mir, weshalb. Bei uns läge in letzter Zeit eine gereizte Stimmung und ein unflätiger Umgangston in der Luft. Kann eigentlich nicht sein. Die bescheuerte Alte und ich kommunizieren doch fast nur noch via Zettel am Kühlschrank. Außerdem stinkt es in unserem Haus neuerdings penetrant nach Diesel. Das ist so, weil ich alle losen Gegenstände zur roderischen Abschreckung damit eingepinselt habe. 1. April. Bin jetzt hochverschuldet. Habe mein Auto und das Garagentor demoliert. 11.000 Euro Schaden. In der Hoffnung, Roderich einmal zu erwischen, biege ich immer sehr schnell in unsere Hofeinfahrt ein. Bin dieses eine Mal allerdings von der Bremse abgerutscht. 2. Mai. Wollte Roderich heimlich vergiften, doch der gerissene Kerl hat das Arsen im Futter gerochen und den Napf nach draußen gebracht. Jetzt liegt der Nachbarshund tot im Garten. Nachmittags eine Schlägerei mit dem Nachbarn gehabt, hat mir die Nase gebrochen und mich wegen Tiermord angezeigt. Meine Alte hämisch darüber lacht, tunke ich ihren Kopf ins Katzenklo. 2. Juni. Ich bin fristlos entlassen worden. Wegen Unterschlagung. Ein Verfahren gegen mich ist bereits eingeleitet. Das Haus muss ich verkaufen. Das liederliche Weibstück ist bereits ausgezogen und hat die Scheidung eingereicht. Hat mir Roderich dagelassen. Ihr neuer G. 25. August. Meine Strafe wurde vom Richter auf Bewährung ausgesetzt. Seine Frau hat sich vor kurzem einen Kader angeschafft. Ich lebe jetzt in einer Einzimmer-Sozialwohnung in der Weststadt. Zusammen mit Roderich. Abends sitzen wir gemeinsam vor dem Fernseher, essen Chips und trinken Bier. Seitdem ich ihm regelmäßig Katzenminze zum Schnüffeln gebe, ist er völlig stubenrein und schaut mich stundenlang verliebt an, während ich ihn mit dem Kettenhandschuh streichle. Nur hin und wieder, wenn er zu viel Bier aufgeleckt hat, randaliert er in den Straßen, kackt auf Motorhauben und jagt Strunde. Manchmal begleite ich ihn. Thank you.